Ja, also ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Also ich bin froh, dass ich mich getraut habe, dass ich die Operation gemacht habe, dass ich jetzt wieder gut sehe, dass ich nicht immer eine Brille mit mir rumschleppen muss. Und ja, wunderbar. Bin sehr begeistert. Ich hatte zunehmend hatte ich das Gefühl, dass ich schlechter sehe. Und das ist ja normal ab einem gewissen Alter. Aber das wurde dann schon recht massiv zu einer gewissen Zeit. Und dann wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt eine beginnende graue Star-Eintrübung festgestellt. Und die hat sich dann verschlechtert mit der Zeit. Und dann wurde mir diese Operation vorgeschlagen. Und dann habe ich sie auch irgendwann mal vornehmen lassen. Ja. Da schluckt man sehr. Also es war jetzt auch wirklich nicht, wenn es nicht nötig gewesen wäre, hätte ich es auch nicht machen lassen, sondern hätte noch gewartet. Aber wie gesagt, das Leidensgefühl des Schlechtsehens war dann doch stärker. Aber natürlich schaut man dann auch genau, wo man so einen Eingriff machen lässt. Also es muss schon auch Vertrauen in den Arzt da sein. Und dann sagt der Doktor, ja, ist alles gar nicht so schlimm, aber wenn es doch schlimm wird, wir haben die Möglichkeit einer Sedierung. Und dann habe ich versucht, sehr tapfer zu sein, aber dann war ich so aufgeregt und hatte Angst, dass ich irgendwie selbst was mache, was die Operation gefährdet. Und dann habe ich um eine Sedierung gebeten und die kam dann auch gleich und dann war es gut. Und am nächsten Tag nimmt man den Verband ab. Und ich habe mir eigentlich Gedanken darüber gemacht, wie das dann geht, wenn ich auf dem einen Auge sehe und auf dem anderen nicht, wie das dann geht mit meiner Brille. Aber in meinem Fall war es so, dass ich eigentlich am nächsten Tag mit der einen operierten Auge schon so gut gesehen habe, dass ich die Brille gar nicht mehr gebraucht habe. Also die habe ich am nächsten Tag eigentlich schon weggelegt. Ja, sehr kompetenten Eindruck und er erklärt und er hat... wirkt sehr professionell und wie gesagt, er wirkt so sehr beruhigend und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, er ist auch einfach besonders genau und gründlich. Das ist so mein Gefühl bei ihm, was mich eigentlich immer wieder für ihn einnimmt als Arzt.